Hallo liebe Natasha-Fans, ich darf euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Hero Short News begrüßen. Heute gibt es einen neuen Trailer zu Civil War. Ich weiß nicht, wann genau dieses Video fertig hochgeladen ist. Dafür weiß ich, dass am 10. März der neue und der letzte Trailer zu Captain America erscheint. Wir haben bereits erste Eindrücke im November bekommen und pünktlich zum Super Bowl die ersten Aufnahmen von Ant-Man. Was uns morgen genau erwartet, kann ich euch nicht sagen. Darüber werde ich aber in meiner nächsten Hero Time berichten. Allerdings können wir nun spekulieren, welche versprochenen Handlungszweige wir zu sehen bekommen. Zum einen könnten wir Ant-Man erstmalig in seiner neuen Form Giant Man sehen. Das verrät uns zumindest das neue Lego-Set zum Film. Doch auch erste Blicke auf den Schurken Baron Zemo würde ich mir wünschen. Und ganz besonders würde ich mich freuen, morgen erstes Bildmaterial von Spider-Man sehen zu können. Ich bin mir zwar zu 90% sicher, dass wir Spidey morgen nicht sehen werden, da seine Rolle im Vergleich zur Comicvorlage erheblich gekürzt wurde. Allerdings kann es sein, dass wir zumindest einen kurzen Blick auf den Wandkrabbler bekommen, so wie wir am Ende des Trailers zu Age of Ultron die ersten Aufnahmen von Vision gesehen haben. Hero Time! So, das war's mit der heutigen Folge Hero Short News. Was erhofft ihr euch vom neuen Trailer? Giant Man? Zemo? Oder Spider-Man? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen und ich würde mich freuen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen, hier bei Hero Time.